Hallo und herzlich willkommen zurück zu UPS Season 2, Spieltag 3, eine Woche zu spät, weil ich zu faul war aufzunehmen und wie ich eigentlich auch Grippin kaum Zeit hatte, weil er Holz hacken musste. Der musste, glaube ich, seit 2 Wochen Holz hacken gefühlt, der ist auch wieder dabei dafür. Hi Grippy. Hallo, ich darf reden. Yay, Er sagt ausnahmsweise mal nicht Hals Maul, danke. Wir sind wieder zurück, die Lords of Time sind wieder zurück, wir sind die einzigen, die zu jetzt nicht streamen. Danke, dass ich auch noch nicht sehe. Ist mir egal, du siehst gerade, also sagen wir es so, man sieht gerade unser Team, ich werde gleich, man sieht gerade unser Team und wir können ja jetzt mehr über den Gegnerkader reden, währenddessen ich dir den Stream anmache. Also. Das wäre ja fast, als hätten wir das geplant. Also, wir haben gegen den Lieben. Lass mich kurz nachgucken. Krawotzke gespielt. Also gegen das Team. Hellfire Houndooms. Und. Auch sein GMSL-Team durfte ich auch schon gegen. War nicht so nett, ich habe verloren. Obwohl ich ein Band Cinderace dabei hatte. Allein schon das Team sieht fucking scary aus. Also das war ja das Mon, welches gefühlt durch die ganze UPR geht. Rodon. Ich sehe gerade immer noch nur dein Team. Ich weiß, das Team blende ich auch erst im Schneiden ein. Das heißt, du musst selber drauf gucken, Lappen. Amateur. Halt die Fresse. Das ist auch, es ist sogar aufwendiger, okay? Es ist genau dasselbe. Mama, ärgert mich. Egal. Also, Groudon, Yveltal, Bulu. Also, Bulu mit Lucha zusammen. Also, wir haben einen Terrain Lucha. Fun. Ja, dann Arceus Ground in dem Team. Lunala, Deckrom, Pixie, Mega. Das ist ein Arceus Rock, kein Arceus Ground, du Amateur. Da steht sogar extra Gestein. Du hast Arceus Rock gesagt. Nee, du hast Arceus Ground gesagt. Mein Gott, bring mich nicht durcheinander. Spoiler, wir sind gerade mitten mit dem Kampf für die 4. Spieltag fertig und da haben wir gegen den Arceus Rock Ground gespielt. Also, okay, ich habe eine Begründung. Sie ist kacke, aber es ist eine Begründung. Mega Metagross, Genesect, dann ein tolles Vulcanion und das war's eigentlich. Das Hulucha habe ich vorhin schon erwähnt. Yep, was halt das Scarieste war, glaube ich, die Kombination aus Yveltal, Groudon, Coco, Lucha und allem. Wir hatten halt irgendwie im Teambuilding auf einmal plötzlich gegen Coco Lucha nichts. Gegen Bulu Lucha nichts. Wir hatten irgendwie gegen Groudon uns gefühlt overprepped in meinen Augen. Also, wir haben auf Groudon viel zu viel geachtet, genauso wie auf Dings Yveltal. Ich glaube, Zekrom haben wir uns gar nicht erst angeguckt. Gegen Zekrom haben wir uns gar nicht mehr angeguckt. Gegen Vulcanion hatte ich die ganze Zeit im Hinterkopf Angst, aber niemand hat es angesprochen. Und wir haben gesagt, wenn Genesect Scarf ist, sind wir halt gefickt. Deswegen auch kam dieses tolle Teambuilding zustande. Wo ich natürlich mal wieder nicht dabei war, ansonsten wäre es ja auch gut geworden. Ja. Shots fired. Du hast bisher 1 von, Spoiler, 4 Teambuildings mitgemacht. Ich habe keine Zeit, ich habe gerade Klausurenphase. Halt die Fresse. Also, Damanitan, Galar. Diesmal, leider nicht mit Zen Mode, sondern wieder Standard mit Choice Scarf, Guerrilla Tactics. Weil es funktioniert. Weil es ja. Namen. Dann haben wir Zamazenta, auch nicht gerade spannend. Mit Crunch, BM of Bash, Fire Fang und Void Charge, also wieder 4 Moves. Zamazenta, alles was er braucht. Ja. Subway ist wieder da. Und unser Top-Killer. Mit Judgment, Flamethrower, Recover und Thunderbolt. Diesmal brauchen wir nur die 3 Attacken und Recover. Und können eigentlich offensiv alles sehr, sehr hart pressuren, weil bei denen ist das schnellste Mon Arceus. Bedeutet, unser Arceus geht in den Speed-Teil. Wenn das der offensiv ist, haben wir also das schnellste Mon alleine schon mit Arceus. Und wenn er nicht auf Fullspeed geht, haben wir auch das schnellste Mon im Matchup. Also das nehmt man. Wir sind dann auf einen Mixed, eher spezielles Deoxys gegangen, weil mit Life Orb, weil.
Ist es sein erster Auftritt? Das ist sein zweiter Auftritt. Wir hatten erst ein Stimmt, wir hatten den gegen Sandan noch mit. Wir hatten den gegen Sandan mit Sash mit. Weil wir haben gesagt, wir spielen ihn nämlich hier mit Live Orb, weil er hier tatsächlich so schnell ist, dass wir kein Sash brauchen insgesamt, weil auch nicht so krass die Prios dort sind, außer Bullet Punch und ein Scarf Genesect. Und das haben wir erst danach bemerkt, dass vielleicht Sash lower wäre, aber wir dachten uns, komm, wir brauchen Scarf den Damage. Genesect. Also Scarf Genesect, die gute Prio. Ja, aber das ist. Es ist eine Prio, wenn du verstehst, was ich meine. Also, dann hatten wir das ganz gute. Nicht Scarfreche Raben, sondern My Sugar Berry. Mit Roos tatsächlich unseren Hochzeit. Und weil, Willow. Sugar, weil dadurch leben wir einen Hit von Groudon. Genau. Selbst wenn der Band ist. Und dann können wir Willow. Und oh, dann. Was? Yay. Warum man das Pokémon, das für die Sonne und für den Tag steht, auch. Nee, nicht Tag, aber für das Land und so weiter, auch immer verbrennen kann. Kann es. Das Teil besteht aus Lava. Proto Groudon nicht. Nee, Proto Groudon nicht, weil das Teil ist dann wirklich. Das hat. Ah, das hat Blut aus Lava. Das Proto Groudon hat am wenigsten den Feiertag bekommen. Und das. Diesmal haben wir wirklich trotzdem den ersten Auftritt, nämlich Blissey. Rudi, sei gegrüßt. Rudi, sei gegrüßt, wenn du es überhaupt siehst, du Lappen. Mit Rocky Helmet, denn wir wollen physische Dinge punishen und spezielle Dinge tanken und. Toxic! Wir machen einfach das mit Blissey, was Blissey immer macht. Es stirbt halt nicht. Es stirbt, es soll nicht sterben, es soll alles abfucken mit Toxic Self Rocks. Und die Sachen, die wir halt nicht toxicen können, können wir flamethrowern. Also, es ist halt irgendwie so ein Blissey, wie man Blissey kennt. Ja. Du bist einfach ein Blissey. Das allein reicht. Und damit wir natürlich meinem Standards treu bleiben, ja, ein Close-Up von Gorilla Tactics Darm. denn wir kommen jetzt zum Replay. Sieht man das Replay gut? Muss man wieder sagen. Ja, sieht man. Ich mache für mich mal Musik aus und den Dark Mode an, da ich meine Augen nicht zerstört haben will. Wir sind auf der richtigen Seite und ich stelle mal auf Slow und wir fangen einfach an. Ich weiß gar nicht mehr, mit was also wir gedealt haben. Das ist auch eine Woche her. Wir sind mit Arceus Ground. Daumen. Nee, Daumen. Nee, mit Daumen. Ich dachte, wir sind mit Arceus. Wir lieben mit Arceus Rock. Ja, genau. Wir denken uns, U-Turn. Raus. Nein, ich will hier nicht drin bleiben. Dann kommt, wir dachten halt, ist es physisch, ist es speziell, egal, Blissey sieht gut aus. Weil wenn sie jetzt hier Rocks legen, können wir selber Rocks legen. Wir haben natürlich einen Defog dabei, Kappa. Jetzt drücken sie also Roar und, Ich muss sagen, da bin ich auf der Seite von Downy. Defog wird überbewertet. Jetzt haben sie halt Roar gedrückt und wollen halt uns anchippen und wir dachten halt nur so, aua. Okay, Deoxys ist drin, gehen wir in Samazenta halt rein. Warum? Also Deoxys will halt dagegen. Ja, weil wir wollen da nicht drin bleiben, wir one-hitten das nicht und wir haben keinen Bock, dass das Ding uns in dem Fall dann one-hittet, weil wir sind immer noch in Deoxys mit Life Orb. Und es gibt so eine Regel mit Deoxys Attack, alles was du nicht Oko und kannst, da gehst du raus. Genau. Und deswegen, sie roaren wieder und wir kommen in Blissey rein. Da denken wir uns halt einfach nur so, Free Victory, wir drücken Toxic. Und plötzlich roart das nochmal und wir denken uns immer mehr, der roaren die jetzt dauert oder wie. Jetzt kommen wir selber mal selbst rein und können halt Behemoth Bash. Jetzt haben wir Behemoth Bash dabei. Ja, ich glaube, Behemoth Bash kommt und killt, würde killen. Aber außer mit dem Toxic und sie roaren halt einfach nochmal. Wo wir uns dann halt denken, okay, alles ist jetzt minimal angechippt. Dafür, dass du ein komplettes Mon geopfert hast. Ja, es war nicht vielleicht die. Es war eine Taktik. So, dann haben sie Lucha dabei. Und was wir uns halt dachten, yo, ist das jetzt hier ein. Was hatten wir nochmal gesagt? Full HP Lucha. Wird unburden. Weil das wäre halt geil gewesen, weil es dann schneller als unser Arceus wäre. Und wir es nicht killen würden. Wir mussten es eingehen und killen halt, weil wir ein offensives Arceus sind. Ja. Arceus ist der Geile mal wieder. Ja, dann kommt halt Genesect rein und wird so, ist das Scarf Genesect? Wenn es Scarf Genesect ist, uff, wir sind gefickt. Wenn es nicht Scarf Genesect ist, yo, dann greifen wir halt an und one-hitten es eigentlich. Wir sind eingegangen und wir one-hitten es eigentlich. Ja. Wir one-hitten es nicht nur eigentlich. Das Teil ist tot. Dann kommt halt Lunala rein und Lunala hat keine Boots. Lunala hat keine Boots. Wir drücken Judgment.
Wir drücken Agility. Okay, und wir denken uns halt nur so, die Two-Hitten halt uns nicht. Die Two-Hitten uns nicht, wir können hier weiter Judgment drücken. Genau. Die killen uns halt. Ja. Oh doch, die Two-Hitten uns, aber wir. Die tun uns, aber wir killen halt jetzt. Nee, tun wir nicht. Sondern aber wir gehen jetzt hier einfach auf Blissey raus. Rudi gehen. Ja, hier können wir halt immer auf Blissey, weil Blissey, ne, tankt jeden Moongeist-Beam, ja. Sowieso, weil es immun ist, tankt jeden Psy-Shock und wir können jetzt hier einfach Blissey-Dinge tun. Also ja, Blissey das Blissey-Stuff. Blissey hat einen Kill. Das ist ein Kill mehr als... Da kommt Groudon rein und ich glaube, hier haben wir gesagt, weil wir halt keinen Groudon-Switchen richtig haben, dass wir Blissey sacken und hier auf Toxic gehen. Und sie Rock-Polischen wieder. Sie haben zweimal Speed dabei. Wir haben zuerst gesagt, wir gehen auf Softball, um uns hochzuheilen, bis uns aufgefallen ist. Wait, der killt uns auch, wenn wir hochgeheilt sind. Ja, die dachten sich halt irgendwie wegen Deoxys, yo, wir brauchen halt den Speed. Und wir dachten uns halt nur so, yo, braucht ihr halt irgendwie, ihr braucht vielleicht den Speed, aber das ist halt Rocky Helmet, ne? Dann mit Toxic ist da halt hart viel Damage auf einmal auf dem und... Und ja, dann haben wir einfach mal alles versucht, um dieses Teil runterzuschieben. Das heißt, wir haben Mons abgeworfen, Mons abgeworfen. Ich meine, das kriegt Live-Op-Damage und Toxic-Damage. Und jetzt zum Schluss, also es muss jetzt entweder hier raus, ne? Oder es bleibt hier drin. Und wir sind schneller, weil es nicht Full-Speed ist. Ja, also wir können zu den Invests nicht sagen, weil uns Krawotzki die Sets nicht schicken wollte. Aber wir haben gekalkt, wäre das Fullspeed, wäre schneller gewesen und wir wären tot gewesen. Und das war eigentlich unser Plan, dass wir halt jetzt hier mit dem Toxic machen. Hätten wir das früher gewusst, probably hätten wir dann 5-0 gewonnen. Aber... Also, ich meine... Das konnten wir nicht wissen. Spoiler doch nicht. Also, und es ist, glaube ich, recht obvious, dass wir das jetzt hier gewinnen. Er steht mit einem Mon gegen 4. Und ich meine, es ist immer noch ein Mega-Meter-Gross, aber... Klar, das drückt jetzt hier Bullet Punch. Ja, es drückt Bullet Punch wieder. Aber wir dachten uns halt, wir dürfen das jetzt hier nicht setupen lassen. Und claim dann halt mit Reshiram den letzten Kill. Das kann man jetzt nicht sagen. Reshiram lebt und der Blue damit nicht zum Glück. Sein Headbutt. Stimmt, da hätten noch Flinches kommen können, aber... Ja, aber der Blue Flame misst zum Glück nicht. Wir gewinnen hier 3-0 und sind immer noch die einzigen mit 3 Wins. Keine Niederlage. Keine Niederlage. Und das ist halt geil, weil wir jetzt eine so gute Position haben. Noch. Wir haben noch eine gute Position. Denn es sind noch 4 Spieltage vor uns und zwar haben wir eine insane Differenz. Wir haben wieder gute Kills auf Arceus und insgesamt ist alles Friede, Feuer, Eierkuchen. Jedoch geht's nächste Woche gegen Frost dran und ich habe ein bisschen Angst, weil das war einer der Kader, wo ich mir von vornherein dachte, ach du Scheiße. Was tun wir dagegen? Genau. Aber falls ihr da sehen wollt, was passiert, könnt ihr gerne bei Griffin vorbeigucken. Ich wette, Spieltag 5 ist draußen, zusammen mit Spieltag 3, weil ich zu faul bin zum Schneiden oder sowas. mal gucken, ob ich werde bis Sonntag das fertig kriegen. Ich hoffe, willst du dann Montag hochladen? Nee, ich lade auch. Ich lade auch Sonntag hoch. Okay, das heißt. Vielleicht kommt sogar von der Uhrzeit her viel Spieltag 4 vor 3. Ich find's witzig. Ja, ich auch. Finde ich super. Schaut auf jeden Fall bei Grippin vorbei, wenn ihr eine noch nicht weitergeführte Chainlock sehen wollt. Der zweite Part ist aufgenommen, ich bin nur zu faul zum Schneiden. Oder schaut bei mir vorbei, wenn ihr Grippins Liga bei mir sehen wollt und nicht auf seinem eigenen Kanal. DPL müsste auch heute rausgekommen sein bei mir. Hashtag. Oder falls ihr die GMSL sehen wollt, die GMX Showdown League, schaut auch bei mir vorbei. Er nimmt einfach andere Ligen auf, anstatt seine eigene. Und wir wissen alle, warum. Hashtag Admins 3 Season 0 Playoffs. Wir schaffen es auch diese Season nicht mehr. Es ist halt so kacke. wir müssen mal ich bin ehrlich. Ich muss mal dich als Admin nehmen, ne? Und Zato und Tim ihren Job klauen und einen Fazit-Abschlusstalk mit dir machen.
Weil mit, ich will, das wäre interessant mit dem Admin. Oder wenn Sato oder Tim das sehen, macht das. Einen Abschlusstalk mit dem Admin. Das wäre Comedy pur. Darren macht jetzt auch Videos, also. Ah, Darren macht ja auch jetzt Videos. Mal gucken, ob er ja, oder, hat, mal gucken, ob er seine eigene Liga aufnimmt. Nein, macht er nicht. Oh Gott, ihr beide seid so kacke. Jedenfalls. Er nimmt aber vermutlich die SSD auf, die bald startet. Also schaut auch bei ihm vorbei. Jana verlinkt den. Wenn du mir den Link schickst. Mein Gott, es ist. Du musst einfach nur Darren eintippen an YouTube. Tschüss! Tschüss. Oh mein Gott, ey, ich hasse dich so sehr. Ah ja, übrigens, wenn ihr noch wollt, hier sind jetzt noch die, hier sind noch ein paar Outtakes von der Anmod. Guten Tag und herzlich willkommen eine Woche nochmal. Guten Tag und... Ist das von dir einfach noch Outtakes drin? Nee. Einfach so ein Aufstand. So halt die Fresse, rein. Ich will jetzt anfangen. Guten Tag Aua. Und hallo und... Oh Gott, halt die Fresse doch endlich. So okay. Gehst du ja so mit deinem Team jetzt um. Kein Wunder, dass Titel nicht mehr mit dem Team will, die Season. OPL Season 3. Ey, Mann! Bitte lass... Snowdicks drin!